Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Teilnehmer des DEB-Experten-Talks. Der Deutsche Expertenrat Besuchersicherheit lädt ein, in den letzten 2 Jahren das ein oder andere Mal etwas sporadisch, aber wir sind dabei, diese Dinge wieder zu ändern und in einen mehr als regelmäßigen Betrieb überzugehen. Und das heutige Thema ist ja fast tagesaktuell, ist mal Wetter. Nicht unbedingt Unwetter. Unwetter kann ich mich aber auch im Mai und über Pfingsten wieder sehr gut daran erinnern. Und es wird auch wieder aktuell. Aber ob es jetzt ein Unwetter ist, ob es eine Dürre ist oder andere Wetterereignisse, das lassen wir einfach nochmal relativ offen im Raum stehen. Eingeladen habe ich heute den Meteorologen Uwe Ulbrich. Lieber Uwe, ich wollte dich gerade schon wieder siezen, ja, obwohl ja jetzt schon egal. Uwe, herzlich willkommen, dass du dabei bist. Professioneller, Hallo. bekannter Meteorologe, den ich sehr schätze. Und du wirst dich dann gleich nochmal etwas umfassender vorstellen. Uwe Ulbrich wird auch gleich nochmal eine kleine Präsentation zum Thema machen und sich, wie gesagt, dann auch nochmal genauer vorstellen. Dann mit in unserem kleinen Kreis habe ich auch Heino Holzimmer, ein, ja, wie soll ich sagen, sehr alter Weggefährte könnte man fast nennen, wobei du länger in der Branche bist als ich. Ich wurde irgendwann ein wenig dein Weggefährte. Und die ein oder andere Veranstaltung haben wir gemeinsam gewuppt. Und ja, auch du hast natürlich sehr umfangreiche Erfahrungen im Zusammenhang auch mit Wetterereignissen. Und da werden wir uns heute mal ein ganz konkretes Beispiel dann auch vorknöpfen von dir, so als, ja, sollen wir es Best Practice nennen? Ja, ich würde es mal so Ja, im Raum stehen lassen, das ne? kann man so Und sagen, ja. ja, ne, das werden wir dann gemeinsam diskutieren. Grundsätzlich, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sind Sie immer herzlich eingeladen, sich hier mit einzubringen. Es geht nicht nur um den fachlichen Transfer bzw. den fachlichen Austausch, sondern ganz besonders auch um Ihre Wünsche, Ihre Anregungen und Ihre Fragen. Das bedeutet also, Sie haben jederzeit die Möglichkeit, über den Chat sich hier mit einzubringen. Stellen Sie also Ihre Fragen. Mein Kollege, der Herr Speuser, der im Hintergrund arbeitet, und ich werden darauf achten und sehr gerne dann auf Ihre Anregungen, Informationen oder auch Ihre Fragen entsprechend eingehen und es moderieren. Ja, wie immer, kurze Einführung zum Deutschen Expertenrat Besuchersicherheit. Und da möchte ich Ihnen natürlich auch einmal mich kurz vorstellen als Moderator. Ich bin in Doppelfunktion hier. Zum einen bin ich der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Expertenrates Besuchersicherheit e.V. Und ich selbst bin eben auch Geschäftsführer in, ja, 3 kleinen Unternehmen, in einer Akademie, in einem Sachverständigenbüro und in einer Projektgesellschaft. Und ja, bin jetzt auch schon seit über 30 Jahren mit in der Branche tätig, in vielen unterschiedlichen Funktionen. Und ja, insofern kenne ich mich relativ gut aus im Bereich Events, Sport, Ausstellung, Messe und allem, was damit zu tun hat. Und ja, das zu meiner Funktion, aber auch zum DEB selber. Ja, wir sind ein kleiner Kreis von Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, eben zu den Themen Veranstaltungen, Versammlungen, Demonstrationen, Tourismus, Hotellerie, Sport, Ausstellung, Messe, Museum, Kultur im Allgemeinen, Universitäten bzw. Bildungsbereichen. Also letztendlich alle Orte, an denen sich viele Menschen gleichzeitig aufhalten können, mit dem kleinen Schwerpunkt Besucher, Besuchersicherheit. Das ist so vom Oberbegriff her die definierte schutzbedürftige Zielgruppe, die wir hier mit Priorität in den Vordergrund gestellt haben. Aber auch alle anderen Personen, Mitarbeiter, szenische Darsteller gehören natürlich auch hier mit dazu. Ebenso die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit in dem gesamten Kontext. Ja, vom Prinzip her, wir leben natürlich in einem sehr dynamischen Markt. Das haben wir jetzt ja vor Corona erlebt, in Corona erlebt, erleben es jetzt wieder und keiner weiß, was in 3 Monaten ist oder in den nächsten Jahren. Ich bleibe aber grundsätzlich positiv und optimistisch. Ich sage einfach mal, es gibt Branchen, solange es Menschen gibt, wird es auch diese Branchen geben. Und dazu gehört eben auch gemeinsames Spaß haben oder gemeinsame kulturelle Ereignisse feiern. Und von daher denke ich, solange es Menschen gibt, die in Gesellschaften leben, wird es eben auch
Zusammenkünfte in großen Gruppen geben. Darum mache ich mir also um unsere Branchen keine existenziellen Sorgen, wobei wir natürlich alle das ein oder andere in der Vergangenheit zu bewältigen hatten. Events basieren vom Prinzip her auf drei Säulen, um es mal ganz rudimentär darzustellen. Eine Veranstaltung muss rechtskonform sein, sie muss sicher sein und natürlich hat sie auch praxisorientiert immer ein entsprechendes Erfolgsziel. Da gibt es jede Menge Konfliktpotenzial auch zwischen den drei Säulen. Rechtskonform heißt nicht sicher, sicher heißt nicht erfolgreich und x Varianten, die mit den drei Begriffen durchaus noch zu kreieren wären. Und wir als DEB haben uns da eben die Aufgabe gestellt, uns ehrenamtlich um das ein oder andere Thema zu kümmern. Dazu gehören dann Dinge wie jetzt Hygienevorgaben, da waren wir sehr schnell mit einer der ersten auf dem Markt, oder auch die Veranstaltungssicherheitsrichtlinie, die wir vor einigen Jahren jetzt verfasst haben mit einem Expertenteam zusammen, um einmal ganzheitlich Veranstaltungen zu betrachten. Auch hier, wer da interessiert ist, immer wieder gerne mal auf expertenrat-besuchersicherheit.de nachschauen. Da gibt es kostenfreie Downloads. Ja, woher kommen wir und unsere Mitglieder? Die Liste ist jetzt nicht abschließend, ist nur eine kleine Übersicht. Sie sehen hier Sanitätsdienste, Genehmigungsbehörden oder wie ich zum Beispiel als Sachverständiger für Besuchersicherheit oder ich bin eben auch selber Fachkraft für Arbeitssicherheit. Wir haben auch Experten aus dem Bildungsbereich, aus der Industrie, Veranstaltern, Ordnungsdienste und viele mehr. Ja, und damit kommen wir auch zu unseren beiden Protagonisten hier in der Runde. Und damit würde ich doch sagen, lieber Uwe, willst du mit deiner kleinen Präsentation zum Thema Wetter, Unwetter mal direkt übernehmen und uns erzählen, wer du bist und ja, deine Informationen zum Thema? Das kann ich gerne machen. Ich weiß jetzt nicht, ob Heinos Präsentation, weil er einen konkreten Fall vorstellen will, vielleicht ganz sinnvoll vorangestellt werden könnte, weil ich dann ein bisschen Bezug drauf nehmen kann. Aber zu meiner Person kann ich sagen, ich bin seit über 30 Jahren Meteorologe. Mein Einstieg in den Beruf habe ich gemacht in der Flugmeteorologie und zwar beim Militär in einem Kampfhubschraubergeschwader, wo es also wirklich extrem um präzise Nowcasting-Vorhersagen ging, also Vorhersagen im Bereich von weniger als einer Stunde. Und für eine Zielgruppe, die halt extrem offen und interessiert am Wetter ist. Später habe ich dann für die Wirtschaft gearbeitet, bin in die Medien gegangen, habe als Fernsehmeteorologe für NTV und Chefmeteorologe gearbeitet und war für mehrere Jahre in einem Forschungsprojekt der Freien Universität tätig, wo es um Katastrophenwetter und die mediale Kommunikation von Katastrophen ging. Also speziell die schadensbegrenzende Wirkung von Katastrophen. Und das hat schon recht interessante Ergebnisse gebracht, um zu sehen, wie die Kommunikationswege in dieser Form sind. Und ich habe eine Produktionsfirma, die für den Norddeutschen Rundfunk in Mecklenburg-Vorpommern das Wetter im Fernsehen und Rundfunk produziert. Ich bin Geschäftsführer in der GmbH, die eine Spezialsoftware für professionelle Meteorologen herstellt. Und ich bin Geschäftsführer einer GmbH, die sich darum kümmert, ein Messnetz aufzustellen für meteorologische Daten, sodass also die Datensicherheit gewährleistet ist und das Messnetz praktisch dichter wird, weil einfach für den Meteorologen die Vorortmessungen ein entscheidendes Hilfsmittel sind, auch für die Modellierung zukünftiger Ereignisse. Das ist das, was ich erstmal zur Verfügung stellen kann. Und ich habe natürlich aus den 30 Jahren reichlich Erfahrung mit Veranstaltern, Feedback und Situation und kann zumindest aus der meteorologischen Sicht berichten, wie man das als Meteorologe wahrnimmt. Ja, vielen Dank, lieber Uwe. Dann haben wir ja jetzt zusammen schon mal die ersten 60 Jahre Berufserfahrung in unseren Branchen. Ich könnte noch was mehr bieten, du bestimmt auch. Du hast es ja schon angedeutet. Und ja, Heino, kleine Planänderungen. Stell dich doch vor und dann können wir gerne mit deinem praktischen Beispiel auch beginnen. Heino, wer bist du, was machst du? Ja, genau. Mein Name ist Heino Holzemar. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Matrix Event und Safety GmbH. Ich arbeite nunmehr seit 35 Jahren in
in dem Geschäft und seit 30 Jahren mit dem Schwerpunkt Veranstaltungen im öffentlichen Raum, also auch Außenveranstaltungen. Und das ist auch heute das Thema. Meteorologie und Außenveranstaltungen sind nicht voneinander zu trennen. Und ich würde gerne auf ein Ereignis zurückgreifen und dem Zuhörer das näher bringen, um zu erkennen, wie schnell es gehen kann, dass man überrannt wird vom Wetter und was man dazu beitragen kann, wie man sich aufstellen kann, dass man, ich sag mal, eine Chance hat, dies gut zu überstehen. Wenn ich jetzt den Vortritt vor dem Uwe bekomme, ja, dann... Ja, okay. Ja. Also seit den 90er Jahren, wie eben schon angeführt, arbeite ich an Veranstaltungen im öffentlichen Raum. Das fing damals an, Olaf, du erinnerst dich, mit dem Ringfest. Da wurden wir das erste Mal auch damit konfrontiert, dass wir uns vorbereiten müssen, dass wir besucherführende, besucherleitende Maßnahmen kreieren, die uns dann in die Lage versetzten, die Besucher im innerstädtischen Raum um die 14 Bühnen, die wir im Höchstfall hatten, drumherum zu leiten, weil Programmformate zu Wanderbewegungen auf der Fläche führten und das musste man im Blick haben, damit man da keine entgegenkommenden Bewegungen auf der Fläche erzeugte durch unterschiedliche oder gleiche Programmformate. Damals gab es den Begriff Sicherheitskonzept noch gar nicht. Eine Besprechung, das muss man sich auch mal so auf der Zunge zergehen lassen. Das war 98, ja. Eine Besprechung für eine Veranstaltung, wo an drei Tagen, Freitag, Samstag, Sonntag, schon real 1 Million Menschen kamen, war mit dem Amtsleiter des Amts 32 in Köln, also des Ordnungsamtes 32 in Köln, dauerte eine Stunde und dann war die Veranstaltung genehmigt. Da war keine Polizei dabei, da war keine Feuerwehr dabei. Da war außer dem Amtsleiter und mir und seinem Assistenten keiner dabei. Das würde heute so nicht mehr funktionieren. Das heißt, man hatte einerseits einen Vertrauensvorschuss, aber andererseits hatte man auch die ganze Verantwortung, ohne es vielleicht genau in Tiefe des Details auch zu wissen. Und da kamen natürlich viele, viele Steps, die dann auch dazu führten, dass wir heute, ich kann mich da jetzt auf NRW berufen, durch den Orientierungsrahmen natürlich ganz andere Vorgaben haben, was Großveranstaltungen über 5000 Menschen anbelangt. Und das versetzt einen dann auch so ein bisschen in die Lage, sicherer und ruhiger in eine solche Veranstaltung reinzugehen. Ich möchte auf eine Veranstaltung zu sprechen kommen, die 2014 stattgefunden hat. Ich war beauftragt von der, für die Nicht-Kölner hört sich das komisch an, von der AG, also Arbeitsgemeinschaft Aschung. Das ist ein Zusammenschluss von Künstlern und Kulturschaffenden in Köln, die sich immer wieder regelmäßig zu politischen Missständen äußern. Das war damals der erste Anlass von vor genau 30 Jahren war der Brandanschlag in Solingen, wo damals türkischstämmige Familienmitglieder tatsächlich ums Leben kamen. Und das war der Anlass, sich das erste Mal in Form einer Großkundgebung zu zeigen. Und das hat sich traditionell fortgesetzt. Und 2014, der Anlass war ein ganz anderer. Es gab ein Nagelbombenattentat in der Kolbstraße, das ist ein türkischstämmiger Teil in Köln. Und sowohl die Polizei als auch die Staatsanwaltschaft hat damals die Täterschaft im türkischstämmigen Milieu gesucht. Durch die Aufarbeitung der NSU-Taten
ist die Polizei dann auf Hinweise gestoßen, die ganz klar besagten, dass dieses Nagelbombenattentat auch von der NSU begangen wurde. Und damit war natürlich da ein gewisses Konfliktpotenzial gegeben, wo man dann auch nochmal klar sagen muss, wenn man das war nicht das Milieu, sondern es war rechtsradikal. Und wir wollen nochmal kundtun, dass dieses Thema immer noch aktuell ist, heute mehr denn je. Das war der Anlass. Es war keine Veranstaltung. Es war eine Großdemo. Das heißt, der Unterschied ist der, nicht ein Ordnungsamt, was dann ein Sicherheitskonzept verlangt, ist zuständig, sondern im Rahmen des Versammlungsrechts ist dann die Polizei zuständig. Und das war natürlich ein extrem unglückliches Zusammenkommen, weil die Polizei ja auch so ein bisschen auf der Anklagebank, möchte ich sagen, saß. Weil damals die Täterschaft ganz klar immer wieder auch seitens der Polizei in dieses Milieu reingedrückt wurde. Das führte dann zu einer Situation, dass man als der Durchführende so ein bisschen zwischen den Stühlen saß. Ja. Das hatte dann zur Folge, dass ich mich auch in intensiven Vorgesprächen mit der Polizei durchsetzen konnte, dass wir nicht ein Polizeikonzept fahren, sprich mit einem hohen Aufwand an erkennbarem Sicherheitspersonal, ja, sondern dass wir an diese Veranstaltung, an diese Großdemo rangehen, als wäre es eine Veranstaltung. Das heißt, in Anlehnung an die Versammlungsstättenverordnung. Und das war das erste Mal ein Zufall, dass ich diese Konstellation selber dann aufgrund der politischen Voraussetzungen nach vorne getrieben habe. Und ich kann jetzt schon vorwegnehmen, dass ich sehr, sehr dankbar nachher war, dass wir das genau so gemacht haben. Es war Pfingsten 2014, es war der 9. Juni 2014. In der ganzen Woche, als wir aufgebaut haben, war es schon sehr, sehr warm und auch für die Jahreszeit sehr, sehr warm. Und am 8. Juni war es so, dass es drückend heiß war und schwül und wir schon immer auch früh die meteorologischen Daten geprüft haben, anhand der uns zur Verfügung stehenden Daten. Wir hatten ein Koordinierungsgremium eingerichtet, was natürlich erst am Tag X zusammenkam. Aber wir hatten vorher schon die Möglichkeit, über die Feuerwehr mal eben auch den kurzen Weg, Uwe, du kommst sicherlich nachher drauf, gehen zu können, dass die Feuerwehr mal am Flughafen anruft und fragt, was ist da, braucht sich da was zusammen, weil da sind die Wetterdaten eigentlich sehr aktuell und sehr präzise und auch da kann man auf dem kurzen Weg mal eine Zusammenfassung bekommen und die bekamen wir und waren dann auch dementsprechend vorgewarnt, dass es im Raum Paris von Köln aus, Luftlinie würde ich mal sagen 350 Kilometer im Westen, ja, dass dann dort immer wieder vereinzelte Zellen, Gewitterzellen auftauchten, die sich auch immer wieder selbstständig ernährten und vergrößerten und gar nicht mal eben so ad hoc verschwanden. Ja, das ist auch so für jemanden, der so ein bisschen was mit Wetter schon mal gehört habe. Ich war früher surfen und segeln und dann macht schon mal so klick, klick und dann weiß man, das müssen wir im Auge behalten. Ja. Und so war es dann auch. Wir haben an dem Abend vorher, haben wir uns dann so aufgestellt, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen damit rechnen, dass wir am Tag drauf ein Problem haben und haben dann auch ein Meeting einberufen, wo alle Gewerke, inklusive Gastronomie und inklusive auch Künstler und Programmverantwortlichen zusammenkamen und haben dann offene Karten, haben gesagt, das
kann, aber das muss uns nicht erwischen. Ja. Und wir haben schon früh festgelegt, wie wir im Vorfeld agieren, mit welchen Maßgaben wir bestimmte Situationen oder bestimmte Maßnahmen einleiten. Ja. Sei es, dass wir Zäune entplanen, um Windlasten zu verringern, sei es, dass wir Schirme und Aufsteller einsammeln, damit sie nicht wegfliegen. All das war vorbesprochen und war mit einem Aufruf versehen, der dann auch tatsächlich am Tag drauf so auch einberufen wurde. Ja. Jetzt sind wir am Veranstaltungstag, gegen Mittag kamen so die ersten Hinweise darauf, dass sich diese einzelnen Gewitterzellen zu einem Frontensystem verdichten, was dann so die Tendenz hat, nach Osten zu driften. Und wie eben gesagt, 350 Kilometer im Westen ist Paris, und wenn das nach Osten zieht, dann sind das nur 350 Kilometer, und das geht dann auch wirklich flott. Es war dann früher Nachmittag, wo sich diese Vermutung bestätigte. Es war so, glaube ich, so 15 Uhr rum, 15.30 Uhr, dass da eine Front sich bildete. Zunächst noch relativ klein, aber es war ganz klar zu sehen, dass die anfängt zu ziehen, dass das kein lokales Ereignis mehr ist. Und das war unser Warnhinweis, der war verabredet. Ja. Und dann haben wir auch tatsächlich angefangen, mit den uns zur Verfügung stehenden Crews und Freiwilligen alles, das, was ich eben sagte, in die Wege zu leiten, Zäune, Schirme, Aufsteller, alles, was in irgendeiner Form fliegen kann, wurde eingepackt. Da hat noch keiner drüber gesprochen, dass es gleich vielleicht zu einem Abbruch der Veranstaltung kommt. Das waren reine Vorsichtsmaßnahmen. Dann kam es 16 Uhr, wurde es ziemlich klar, dass es Probleme geben wird. Ja. Die Front zog über Aachen hinweg, und unser Koordinierungsgremium, die da drin sitzenden Feuerwehrleute, hatten natürlich den kurzen Draht dann auch zur Feuerwehr in Aachen und fragten nach, was ist das hier, was kommt da auf uns zu? Und da sagte man in Aachen schon, das sind Orkanböen, da habt ihr ein Problem. Ja. Kurze Zeit später, also war auch die Zuggeschwindigkeit war klar, ja, und damit war auch klar, wann wir damit konkret zu rechnen haben. Ja. Kurze Zeit später haben wir dann in Erftstadt angerufen und dann nochmal hinterfragt, und Erftstadt sagte auch schon, ihr müsst räumen, ihr müsst evakuieren, das übersteht ihr nicht, das ist zu viel Wind. Ja. Das haben wir dann auch zum Anlass genommen, weil wir dann auch genau wussten, wenn die Zuggeschwindigkeit sich nicht ändert, haben wir noch genau 21 Minuten. Ja. Und das haben wir zum Anlass genommen, dann zu sagen, okay, Abbruch. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir, die einen sagen, es waren 50.000, aber real waren es schon 45.000 vor der Bühne. Und wir wussten jetzt, müssen wir abbrechen. Es war gerade, man muss ja so verstehen, dass das kein Konzertant, das war ein konzertanter Charakter, hatte diese Großdemo, aber es war kein Konzert. Wir hatten gerade Bab auf der Bühne, Bab hatte 4 Stücke vorbereitet, und nach 2 Stücken musste ich die Sandra Maischberger bitten, jetzt abzumoderieren, und dass es da auch kein Pardon gibt, dass das zu geschehen hat. Und egal, ob der Künstler jetzt damit einverstanden ist oder nicht, ich habe ihm dann gesagt, wir informieren ihn erst gar nicht, er wird vor veränderte Tatsachen gesetzt. Ja, und klar war, dass danach sollten eigentlich noch Lindenberg und Maffay auftauchen. Klar war auch, weil das nicht, in Köln hat BAP natürlich einen regionalen Charakter, aber mit Maffay und Lindenberg waren wir dann auch im internationalen Bereich unterwegs. Und die Anfragen bei der KVB, also den
Abteilung Verkehrsbetrieben, beziehungsweise bei der Bahn besagten auch, dass die Bahnen gut gefüllt sind, um natürlich dann Lindenberg und Marfeld noch zu sehen. Da wussten wir, dass wir da auch agieren sollten. Das konnten wir dann auch, indem wir dann Durchsagen gemacht haben, dass die Bahnen dafür sorgen, dass die Leute erst gar nicht aussteigen, ja, damit wir keine gegenläufige Bewegung haben. Einmal das Räumen, Evakuierung und einmal die Leute, die als Besucher zum Konzert kommen. Ja, das wollten wir dann früh vermeiden. Das konnten wir dadurch, dass KVB und Bahn dann mit integriert waren ins Koordinierungsgremium und das führte dann dazu, dass es deutlich entspannter an der Stelle war. Die Räumung erfolgte und die hat genau 11 Minuten gedauert. Ja? Und das auf einem ehemaligen Bahngelände, einem Rangierbahnhof, der eigentlich überhaupt nicht dafür geeignet war, der vorher mit einer Mauer zugebaut war. Durch diese Mauer haben wir die entsprechenden Durchlässe gemäß Versammlungsstättenverordnung in der Dimensionierung gemäß Versammlungsstättenverordnung erst herstellen müssen, um dann auch die Durchlassbreiten zu haben. Wie gesagt, nach 11 Minuten, keiner konnte es genau verstehen, weil im Himmel konnte man das noch nicht erkennen, was da kommt. Es war noch, der Rauch stieg noch senkrecht nach oben, ja, aber man wusste, wenn man aufs Wetterradar gesehen hat, wusste man, das kommt. Ja, aber man konnte es noch nicht sehen. Ja. Und das ist auch so eine Gefahr, vielleicht als allgemeiner Hinweis, das ist so eine Gefahr im innerstädtischen Bereich, dass man eine Veranstaltung durchführt und da kann man nicht erkennen, was in 10 Minuten für ein Wetter herrscht. Ja, also auf den Blick nach oben kann man sich nicht verlassen, wenn man ganz normal entfluchten, räumen möchte, weil das ist zu spät. Was dann kam, war zunächst eine schwarze Wand, ja, dann wurde es stockdunkel. Ja. Das wurde so dunkel, dass man tatsächlich, das war wie mitten in der Nacht. Ja, auch da fragt man sich, hätte man vielleicht da noch eine Beleuchtung reinmachen müssen, ja, obwohl es eine Tagveranstaltung war. Das löste sich dann aber schnell auf, weil die erste Welle brachte so viel Staub mit, ja, dass das Dunkle dann auch wegging. Olaf, jetzt würde ich dich mal bitten, mal kurz so den Bühnenanblick zu zeigen. Ah, okay. Moment, dann muss ich noch mal kurz zurück. Ich habe jetzt mit dem Film gerechnet. Ach so, nee, dann den machen wir nachher. Okay. Ich bin da flexibel. Pass auf. Ja. Muss ich nur den richtigen Bildschirm. Aber hier. Ah, siehst du, war der falsche Bildschirm. Kriegen wir auch noch gelöst. So, auf ein neues. Da sind wir doch richtig. So. Wie man hier sieht, das war schon eine stattliche Bühne. Das Dach ist noch gar nicht hochgefahren. Das war in der Aufbausituation. Die Bühne hatte eine Breite von 50 Metern. Was wir hier sehen, sind eigentlich zwei Bühnen mit diesem Mittelteil zwischen den mittleren Traversen stehen. Das war halt der Teil, von dem aus beide Seiten angedient wurden. Als das Dach hochgefahren war, war das eine Windfläche von 50 mal 12 Meter. Wer schnell rechnen kann, der weiß, was das für ein schnelles Schiff ist, was da entsteht. Aber es fährt leider nicht. Das heißt, die Energie muss dann aufgefangen werden. Hier sieht man es nochmal. Es war schon ein richtiges Bauwerk. Und auch hier oder jetzt fällt das Dach hoch. Man sieht es, hinten die Traversen drin. Genau. Und dann auf einmal sah das so aus. Das Bild ist nicht im Photoshop gewesen, sondern das Bild ist tatsächlich von der Seite gemacht worden, als die erste Böe kam. Und da sieht man auch, dass dieser Staub in der Luft und wie dunkel das ist, ja, dass dieser Staub in der Luft tatsächlich zu Entladungen geführt hat, die einfach so im freien Raum
stattfanden. Die hatten gar kein Gegenüber in Form einer Traverse. Das war kein Blitz, das waren einfach Entladungen im Raum, nur bedingt durch die Luftmassen, durch den Staub. Und ich bin jetzt kein Physiker, aber tatsächlich brauchte das der Blitz kein Gegenüber. Jetzt kommen wir auch schon auf die Bilder. So sah das dann danach aus. Das war übrigens direkt nach der Veranstaltung, wurde es wieder hell. Die Sollbruchstellen in den Planen aufgingen, hat die ganze Bühne einen Satz nach oben gemacht. Und man konnte auch sehr, sehr genau feststellen, wie viel das war, weil unten drunter sind natürlich Spindelfüße, ja. Und wenn irgendwas nach oben springt und wieder nach unten fällt, dann fällt nicht jeder Spindelfuß wieder genau in das Rohr, in dem er vorher stand, zurück. Und diese Bühnen, viele dieser Spindelfüße waren genau bei 40 Zentimetern abgebrochen. Ja, das heißt, diese Bühne, bevor die Planen gerissen sind, an den Sollbruchstellen ist 40 Zentimeter hochgehüpft. Und sie alleine wiegt 20 Tonnen und da waren auch nochmal 20 Tonnen unten drin. Und dann stand sie wieder. Und ja, wenn man dann noch sich auf der Bühne befindet, dann ist das ein sehr, sehr ungutes Gefühl. Wir haben auch, nachdem klar war, jetzt ist Schluss, jetzt wird hier auch nichts mehr gerettet von dem, was auf der Bühne stand, sondern jetzt verlassen alle die Bühne und jetzt ist jeder für sich selber verantwortlich und keiner bleibt mehr hier in dieser Nähe stehen, sondern sucht sich Schutz. Das war dann so 2 Minuten, bevor das eingeschlagen hat. Und dann dauerte der ganze Zauber 10 Minuten. Ja, und wir haben oben ein Windmesser gehabt. Man sieht ihn sogar, glaube ich, noch oben auf dem mittleren linken Pfosten. Der hat angezeigt 166 km/h im Max. Und das ist, dann sieht man auch, was dann passiert und wie das nachher aussieht. Und ja, glücklicherweise muss man sagen, im Nachgang haben wir kein Pflaster kleben müssen. Ja. Das heißt, wir hatten 0 Verletzte. Das war wirklich eigentlich was Glück. Ja. Weil 0 Verletzte, davon kann man nicht ausgehen. Ja. Aber ich sag mal, wir hatten die Vorbereitung getroffen, nach Versammlungsstättenverordnung zu agieren. Und das war eigentlich die Voraussetzung dafür, dass wir in 11 Minuten auch von dieser Fläche die Menschen runter hatten und auch so weit weg hatten, dass sie sich geschützte Regionen aufsuchen konnten. Und das war für mich eigentlich so der Hauptlerneffekt. Ja. Es gibt Demos, die schreiben, da bekommt man das nicht vorgeschrieben. Es gibt so viele Veranstaltungen, ja, wo man sagt, nee, das hier ist ja gar keine Versammlungsstätte, warum soll ich denn danach agieren? Ja, das ist teuer, das kostet viel Geld, ja, und macht es schwierig und ich bewege mich da viel freier. Ich kann da nur zu sagen, natürlich muss man das und man kann das auch nicht immer, ja, weil sonst ist eine Veranstaltungsfläche im öffentlichen Raum wird niemals zu einer Versammlungsstätte. Aber wenn man in Anlehnung daran arbeitet und im Sinne und Geiste dieser Verordnung arbeitet, dann ist man deutlich, deutlich besser aufgestellt, um sowas nachher auch zu handhaben. Aber es sind immer die Kleinigkeiten, die nachher dazu führen, dass es auch tatsächlich funktioniert. Ich sage jetzt mal, wenn Sie nicht früh genug anfangen zu entlasten, ja, und Sie haben da nachher verplante Zaunelemente fliegen und die fliegen tatsächlich, die bleiben nicht da, wo sie sind. Und das sind, also wenn man sowas gegen den Kopf bekommt, dann steht man eigentlich nicht mehr auf. Das ist unmöglich. Ja. Und da sind ganz, ganz andere Sachen noch auf der Meile. Zelte, die eigentlich keine Zelte sind, was so Sonnendächer sind, ja, das fliegt alles, das ist vorne in die Bühne reingeflogen und hinten wieder rausgeflogen, ja. Das ist einfach nur brutal, was dann wirklich in der Realität mit ihren aufgestellten Sachen auf der Fläche passiert. Ich habe eins gelernt an dieser Stelle. Das war, dass es
geholfen hat, so zu denken, so zu agieren. Und ich kann jedem Kollegen an der Stelle nur empfehlen, mal drüber nachzudenken, wie lange es denn dauert, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Das heißt, wenn so eine Veranstaltung vorbei ist, nehmen Sie sich doch mal eine Crew und gehen mal hin und sagen, zwei Mann, ihr entplant jetzt die Zäune. Ja, und ihr entplant die so, dass ihr oben und die Seiten Kabelbinder aufknipst und die Plane einfach unten fixiert am Zaun hängen lasst. Und dann guckt ihr mal auf die Uhr und sagt mir, wie viel ihr in 10 Minuten schafft. Und das sind dann so Hinweise darauf, dass man sich vorbereiten kann, wie lange Vorlauf braucht man, um überhaupt sowas zu machen und wie viel Crew braucht man, um sowas zu machen. Aber die Crew nutzt nichts. Nachts ist es vielleicht nur der Sicherheitsdienst, und wenn der Sicherheitsdienst keine Seitenschneider hat, ja, oder die Seitenschneider abgeschlossen in irgendeinem Lagercontainer liegen, dann ist das Ganze schon wieder hinfällig. Also nur ein Tipp, denkt es von A bis Z durch. Ja, und dann kommen wir dahin, dass ihr sicher seid, ja, und dass ihr agieren könnt. Das einfach mal so zu. Spielt es einfach in eurem Kopf durch, was passieren kann. Ja, Heiner, das ist an so. An der Stelle direkt auch nochmal zwei Hinweise, bevor wir dann zum Uwe Ulbrich überleiten. Hinweis 1, das Thema Versammlungsstättenverordnung anwenden oder nicht. Genau das war der Grund, warum wir die Veranstaltungssicherheitsrichtlinie geschrieben haben, die eben dann recht allumfassend In- und Outdoor betrachten soll. Da gibt es natürlich auch viele Analogien zur MV-Städte-Verodern, aber eben auch Dinge, die dort nicht geklärt sind. Und auch hier auf das Beispiel nochmal hinzuweisen, ohne das jetzt zur Diskussion zu stellen, aber wenn man sich die ganzen Planen anschaut, Planen drin lassen, Planen rausnehmen, Dach rauf, runter, Notabbau, kein Notabbau, noch Bühnencrew, Rigger oder irgendwer irgendwo rein. Man sieht links zum Beispiel auch Wohnbebauung, Köln-Deutz. Das hat alles Konsequenzen, jede Entscheidung, die damit zu tun hat. Und das muss gut überlegt sein, entweder im Vorfeld oder im Gremium in wenigen Minuten besprochen und entschieden sein. Da machen sich meiner Erfahrung nach einige nicht ausreichend Gedanken, aber auch hier hat die Branche sich professionalisiert. Es gibt aber immer noch sehr großen Handlungsbedarf, auch bei Kommunen zum Beispiel, aber das wäre quasi ein fast neues Thema, lieber Heino. Und wir haben jetzt auch 19.37 Uhr, von daher passt es zeitlich sehr gut, lieber Uwe. Olaf, den Film noch. All das war ja gar nichts ohne den Film. Ja, ja, das stimmt. Das ist jetzt noch. Dann haben wir den Übergang zum Uwe. Ja, 4-Minuten-Film, davon schauen wir uns die erste Minute einfach für ein paar Impressionen an. Und ja, dann würde ich quasi gleich weiterleiten. So, jetzt müssen wir mal schauen. Da ist er doch. Wieder gar nicht starten. Ja, das gab jetzt mal so einen ersten Eindruck, auch einen kleinen Hinweis noch meinerseits, Arbeitsschutz, hier Mitarbeiter in so einer Sturmsituation arbeiten zu lassen, nicht rechtzeitig abzusagen oder um Material zu retten, muss man natürlich genauso rechtzeitig, Heino, entsprechend entscheiden. Ich weiß, dass du da immer hinterher bist, aber wie gesagt, nicht ganz einfach. Nein, nicht so ganz einfach. Also, nicht ganz einfach. Caterer und wer alles mit dazugehört, nicht ganz einfach. Okay, lieber Uwe, du hast deine Präsentation und würdest jetzt quasi übernehmen. Genau so ist es. Also ich kann erst mal sagen, dass von dem, was jetzt Heino erzählt hat, das ist schon geradezu vorbildlich im Vergleich zu dem, was ich bei anderen Veranstaltern erlebe. Denn das... So. Ach so, du müsstest mich mal
Ich müsste es mal rausgehen, dass ich meinen Bildschirm freigeben kann. Ich habe einfach an der Stelle doch oft andere Erfahrungen gemacht und du hast ja geschrieben. So, Sekunde. Du hast ja beschrieben, es ist immer das Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Erfolg. Und da fällt eben beim Veranstalter oftmals das Pendel eher in Richtung Erfolg aus und Sicherheit steht eher auf der zweiten Seite. Aber es gibt eben doch verschiedene Möglichkeiten, erstmal die Risiken zu analysieren, die Konsequenzen und auch die Schäden zu minimieren. In meinen 30 Jahren habe ich natürlich ein Spektrum an Ausreden gehört, wenn Unwetterkatastrophen auftreten. Das erste ist immer, wir wurden vom Wetter überrascht. Ja, das ist die schwächste Ausrede von allen, weil dann könnte man auch sagen, ich wurde von der Schwangerschaft überrascht. Das heißt einfach dann, man hat einfach ein paar Entscheidungen und ein paar Informationen vorher nicht eingeholt, die man hätte haben müssen, aus welchen Gründen auch immer, also eher in die fahrlässige Richtung. Wir wurden nicht gewarnt, ist das Nächste. Aber da muss man einfach wissen, dass für den Meteorologen die Aufgabe ist, die Wetterlage zu analysieren, zu vorherzusagen und eine Warnung herauszugeben. Der wird jetzt nicht zu jedem einzelnen Veranstalter gehen und sagen, du, in 10 Minuten wird es aber jetzt bei dir ganz übel. Und das, was ich regelmäßig höre, ist, meine Wetter-App hat was komplett anderes gesagt. Also das ist wieder ein extra Thema. Denn Wetter-Apps haben einfach ein paar Eigenarten, die dafür nicht geeignet sind, um eben solche Ereignisse im wirklich engen Zeitscale zu machen. Ich habe hier mal ein paar Ereignisse zusammengestellt, die in meiner Erfahrung entsetzlich schiefgegangen sind. Das war einmal das Puckelpau-Festival 2011. Da gab es am ersten Tag gleich 5 Tote, 70 schwer verletzt. Und da waren erstmal nur von den 200.000 Besuchern 65.000 angereist. Das wurde dann sofort abgebrochen. Das Turnfest in Biel in der Schweiz 2013, 39 Verletzte, hat die Polizei eine Stunde vorher vergessen, die entsprechende Warnung weiterzugeben. Das Thema des Jahres ist eigentlich jetzt zum ersten Jahrestag das Ahrtal-Hochwasser. Und man sieht immer, bei diesen Wetterkatastrophen war das Problem nicht die Vorhersage, nicht die Meteorologie, sondern die Kommunikation, die Interpretation, die Umsetzung, die Vorbereitung und Ähnliches. Ich hab in der Vergangenheit in der Katastrophenforschung an mehreren Stellen Analysen durchgeführt, wo es darum ging, wie viele Radiosender im Berliner Raum, alleine im Berliner Raum, aktuelle Wetterberichte und Wetterinformationen haben. Und herauskam, von den 26 erfassten Sendern hatten 3 einen professionellen Provider, bei dem sie Wetterberichte bezogen haben. Alle anderen Sender, 23 an der Zahl, haben das Wetter von Praktikanten aus dem Internet oder von der App abschreiben lassen und im Rundfunk verbreitet. Das ist natürlich dann einfach ein Problem, weil Wetterinformationen im Allgemeinen eine sehr hohe Vertrauenswürdigkeit haben. Und auf der anderen Seite, wenn die eben dann auf diese Weise verbreitet werden, dann ist völlig klar, dann führt man das Publikum wirklich komplett in die Irre und schiebt die Schuld Meteorologen zu. Love Parade war zwar kein Wetterereignis, aber da sieht man, was eben eine Fehlplanung machen kann. Bei den Veranstaltern ist dann oftmals der Entscheidungsfehler durch verschiedene kognitive Verzerrungen, Selbstüberschätzung, man glaubt, das zu wissen, man glaubt, mit der App weiterzukommen, man denkt, es wird schon gut gehen. Man hat auch das Problem, dass man von Dingen, das ist die sogenannte Näheverzerrung, von Dingen, von denen man was versteht, denen widmet man sich, von den anderen Sachen, die man nicht versteht, die fallen dann eher hinten runter. Und interessant ist die Gewinn-Verlust-Geschichte, das haben Kehnmann und Tversky, da haben die einen Nobelpreis dafür gekriegt. Das ist bei positiven Ereignissen, ist man in der Entscheidung eher risikoscheu. Also wenn man ein positives Ereignis erwartet, dann ist man eher risikoscheu. Wenn man negative Ereignisse erwartet, nach dem Motto, es wird schon irgendwie gut gehen, ist man doch eher risikofreudig. Und das sind Sachen, die haben sie also untersucht. Da, aus der Nummer kommen wir de facto nicht raus. Also alle Menschen entscheiden so. Das sind diese kognitiven Verzerrungen und Entscheidungsfehler. Und das Dritte ist, beim Wetter, wie eben in diesem Fall,
mit diesen Unwettern, das sind Ereignisse, die mit einer geringen Wahrscheinlichkeit auftreten. Also man wird 90 oder 100 Veranstaltungen machen, ohne dass was passiert. Aber eine, die passiert, hat eben dann wirklich extreme Folgen. Und die schwarzen Schwäne sind Ereignisse, von denen man nicht mal weiß, dass sie passieren können. Und das sind Unwetter einfach nicht. Die lassen sich prognostizieren und die lassen sich auch verfolgen. Ich habe hier meine Animation vorbereitet. Das könnte so ein Unwetter gewesen sein. Wir sehen hier über Deutschland kaum eine Wolke. Und eine Gewitterwolke wird sich in den nächsten 20 Minuten richtig heftig entwickeln. Und dann sieht man es, die ist an einem Ort und schießt dann in die Höhe und sorgt hier für ein Unwetter mit 50, 60 Liter Regen. Das ist also eine ziemlich heftige Geschichte. Und man sieht auch, es wird langsam Nacht. Dann kann man die ganzen Sachen optisch schon nicht mehr erkennen. Ja, dann hat man ein großes Problem. Bei Tageslicht kann man immer noch mal sehen, oh, da kommt was Schwarzes. In einer Nachtveranstaltung ist man damit ziemlich aufgeschmissen. Ich habe noch eine zweite Sache, damit man das ein bisschen sehen kann. So eine Gewitterzelle hat praktisch eine Art Epizentrum, was 500 bis 800 Meter breit ist, wo sehr intensive Regenfälle fallen, wo es Orkanböen gibt, sogenannte Downbursts und Mikrobursts. Und das war eins, was über den See in Österreich gezogen ist. Und das lief innerhalb von 20 Minuten ab. Ist hier eine Zeitrafferaufnahme. Und man sieht also, es ist wirklich ein sehr eng begrenzter Raum, in dem die Wolke dann dieses Unwetter erzeugt. Wenn man da mit dem Boot auf dem See ist, dann hat man natürlich keine Chance. Ja, diese Sachen lassen sich aber im Radar recht gut erkennen. Aber man hat natürlich ein Riesenproblem mit den Vorwarnzeiten. Man sieht ja dann aus einer halben Stunde Entfernung ankommen. Aber alleine eine veränderte Drift von 10 Grad bedeutet eben, dass die 2 bis 3 Kilometer plus minus am eigentlichen Ereignisort vorbeizieht. Also da hat man schon dann ein Problem, man muss wirklich sehr engmaschig vorhersagen. Das sind Tageslichtaufnahmen von einem Tornado und da sieht man auch diese kurzen und extremen Windgeschwindigkeiten, wo dann eben wirklich auch sehr hohe Massen bewegt werden und natürlich auch die herumfliegenden Teile einfach mal ziemliche Zerstörung verursachen. Ja, das ist einfach das große Problem dabei. Dafür braucht man eben mehr als nur die Warn-Apps, weil eine Warn-App nur für Kreisgebiete, aber nicht oder kleinere Polygone die Vorhersagen macht und dann oft auch nicht in Echtzeit. Da muss man wirklich sehr engmaschig im 5-Minuten-Takt Radar und andere Sachen checken. Und es gibt auch eine App oder ein Programm des Deutschen Wetterdienstes, was aus Konvektion und Radar die Verlagerung von Echos prognostiziert. Aber wenn ich eben annehme, dass nur eine kleine Veränderung der Höhen trifft, dafür sorgt, dass die Zelle ihren Weg verändert, dann weiß man, dass man eine halbe oder eine Dreiviertelstunde den Eintreffort noch nicht genau vorhersagen kann. Das heißt, man muss also wirklich in dem Bereich schon sicherheitshalber Maßnahmen treffen, obwohl man am Ende dann vielleicht nicht selber vom Unwetter beeinflusst wird, weil es eben 2 oder 3 Kilometer an einem vorbeizieht. Aber diese Zeit hat man dann im Endeffekt nicht mehr. Idee für einen Planungsablauf, und den habe ich eher aus der Fliegerei, wo ich früher gearbeitet habe. Man hat mehrere Tage vorher erstmal eine Vorflugbesprechung, wo man halt mit den Piloten oder mit den Entscheidern festlegt, welches Wetter erwartet uns. Und dann wird eben entsprechend des zur Verfügung stehenden Personals und der Bedürfnisse die Flugplanung gemacht, ob es nur einfache Wetterbedingungen sind, schwierige Wetterbedingungen oder Minimalwetterbedingungen. So, und wenn man dann 2 Tage näher vorankommt, dann kann man die Vorhersage schon enger greifen und die Veranstaltung selber begleitet man dann eben im Nowcasting. Der Wetterausblick, das ist eine relativ einfache Geschichte, die kann man kostengünstig oder zum Nulltarif kriegen. 5 bis 7 Tage im Voraus kann man schon abschätzen, ob es möglicherweise eine Wetterlage gibt, die riskant sein könnte oder ob das nicht der Fall ist. Der Unterschied zu Wetter-Apps ist zum Beispiel, auch wenn die 10 oder 14 Tage Ansagen liefern, es gibt keine verbindlichen Umsetzungen für Grafiken. Es gibt keine verbindlichen Umsetzungen, was die Wahrscheinlichkeiten
unabhängig noch davon, dass selten jemand weiß, wie er die interpretieren soll, gibt. Und vor allem, man weiß anhand der App nicht, welche Wettermodelle eingeflossen sind. Es sind im Allgemeinen nur ein oder zwei Modelle, die frei verfügbar sind. Und ich checke für meine Arbeit im Schnitt 10 verschiedene, um dann zu sehen, okay, wenn alle 10 Modelle ungefähr dieselbe Richtung einschlagen, dann ist die Vorhersage doch ziemlich sicher. Wenn die aber unterschiedliche Aussagen treffen, dann weiß man, es ist eine sehr instabile Wetterlage, die verschiedene Varianten vorsieht. Und wenn man dann eben nur das eine Modell anguckt, was die positive Variante macht, dann ist man halt ziemlich geliefert. Das heißt, man könnte 2 bis 3 Tage vorher einfach machen, okay, es gibt die Variante sorgenfrei, man muss gar nichts weiter mit dem Wetter beachten, weil es eben doch alles relativ einfach ist. Dann gibt es normales Wetter mit Schauern oder vereinzelten Gewittern oder drittens eine potenzielle Unwetterlage, sodass man dann konkret in die Planung der Ressourcen gehen kann. Und falls man dann so eine Wetterlage hat, dann braucht man eben Nowcasting, das heißt wirklich eine engmaschige zeitliche und räumliche Betreuung, sodass man dann innerhalb der Vorwarnzeiten, die man selber für seine Veranstaltung hat, und das weiß ja jeder Veranstalter selber, wie lange brauche ich, um bestimmte Elemente abzubauen, wie lange brauche ich, um das Veranstaltungsgelände zu evakuieren und Ähnliches. Da braucht man eben dann erfahrene Dienstleister für die Veranstaltung, weil das eine App nicht mehr liefert oder möglicherweise auch ein Anruf bei irgendeiner Filiale, bei Deutschen Wetterdienst oder sonst was, nicht mehr ausreicht, genügend Zeit zu liefern. Also man muss einfach dann sehen, was ist durch welche Wettererscheinung betroffen, Technik, Material, welche Wettererscheinung ist es? Ist es extremer Regen? Ist es Hagel? Ist es Sturm, Orkan? Und wie viel Vorwarnzeiten benötigt man, um hier gefahrlos die Sachen hinzukriegen zur Sicherung der Technik oder zur Evakuierung? Und genau diese Daten muss auch der beratende Meteorologe kennen, damit er sinnvolle Vorschläge machen kann, wie es dann weitergehen soll. So. Das wäre also das, was ich dann von meiner Seite aus dazu sagen würde. Und es ist so, genau diese meteorologische Sicherstellung kann man eben liefern, aber dazu braucht man eben wirklich geschultes, erfahrenes Personal, was genau mit solchen Wetterlagen Erfahrung hat. Und das gibt es auch, aber das sind halt alles Leute, die dann eher frei arbeiten, weil diese Erscheinungen, die sind dann in der Forschung tätig oder in verschiedenen anderen Projekten, die muss man dann halt für diese speziellen Ereignisse zusammenstellen als Team. Da braucht man dann auch den zeitlichen Vorlauf vom Veranstalter, wenn das gewünscht ist. Aber da ist der Aufwand dann relativ hoch. Und da muss man dann einfach sehen, welche Verantwortung hat man als Veranstalter, materiell und personell. Und wenn es eben so, wie Heino geschildert hat, so eine Veranstaltung ist, die dann zwar abgebrochen wird, aber wo es nicht mal Verletzte gegeben hat, dann ist das aus meiner Sicht schon mal ein Riesenerfolg. Und da kann ich nur sagen, da hat er alles richtig gemacht. Das Ganze hätte natürlich auch 2, 3 Kilometer vorbeiziehen können. Dann hätte man gesehen, oh, da hinten ist aber der Teufel los. Aber wir können hier gefahrlos weitermachen. Das weiß man nicht. In dem Fall aber komplett richtig entschieden, alles gut gemacht. Ich wünschte mir, das wäre öfter so und diese meteorologische Erfahrung würde öfter mit eingezogen. Ja, ja, vielen Dank dir, lieber Uwe. Ich will mal direkt bei Meteorologen einsteigen. Wann brauche ich einen Meteorologen? Und mache das auch mal mit einem Beispiel. Ich war jetzt kürzlich bei 2 Festivals involviert, beide mit ca. 100.000 Besuchern. Und es war schon wenige Tage vorher erkennbar, dass möglicherweise eine schlechte Wetterlage kommt. Aber es war nicht erkennbar, wie schlecht. Ja. Und es wurde dann entschieden, kurzfristig beschaffen wir mal Meteorologen. Ja. Ne, ja, wer entscheidet dann, beschaff mal einen Meteorologen, ne? Dann müssen die ja auch bezahlt werden. Dann die Frage, muss der vor Ort sein oder kann man auch extern mit dem zusammenarbeiten? Macht das qualitative Unterschiede? Wie siehst du das? Wann macht es Sinn, Meteorologen mit ins Boot zu holen? Muss der vor Ort sein? Also Meteorologen ins Boot zu holen hängt immer von der Größe der Veranstaltung ab und vor allem von dem Aufwand, den man hat, wenn man reagieren muss. Und vor Ort sein ist aus meiner Sicht gar nicht mal sinnvoll, denn man braucht für diese Datenmengen, die man als Meteorologe verarbeitet, eine stabile Verbindung ins Netz. Man braucht die entsprechende Anbindung an die Datenbanken.
Und stell dir einfach vor, man ist vor Ort, das Unwetter trifft dann irgendeinen Fernmeldemast oder irgendeinen Mobilfunkmast und dann fällt das Netz aus, dann nützt einem der Meteorologe vor Ort plötzlich gar nichts mehr, weil der dann genauso im Wald steht wie alle anderen auch, weil er keine Informationen mehr hat. Ja. Und das andere ist natürlich immer, es ist für Meteorologen, ich sage mal, eine undankbare Aufgabe, weil man dann eher zu spät involviert wird und eher so eine Feigenblattfunktion hat. Ja, wir hatten ja noch einen Meteorologen dabei, aber der konnte es auch nicht retten. Der Meteorologe ändert ja das Wetter nicht. Ja, ich kann ja nicht dafür sorgen, dass das Gewitter nicht darüber zieht. Das Einzige, was ich machen kann, ist eben einfach dafür zu sorgen, dass man eine echte Chance hat, Personen zu schützen, also keine Opfer zu beklagen hat oder auch bis zum gewissen Grad Technik dann insofern zu sichern, dass es eben keine Unfälle gibt. Falls ich einen Meteorologen einsetze, ist dann ein 24-Stunden-Screening erforderlich? Auch das eine Frage, die mir gestellt wurde. Nicht unbedingt. Erstmal ist die Veranstaltung nicht unbedingt über 24 Stunden. Man braucht den vielleicht bei einer Betreuung ab 2 Stunden vor der Veranstaltung. Und dann hat man ja, so wie ich das vorgeschlagen habe mit den 3 Varianten, sorgenfrei, normales Wetter mit vielleicht Regenschauern oder Unwetterlage. Dann würde ich sagen, bei sorgenfrei reicht es, wenn man 2 Mal am Tag ein Update holt, nochmal von einem Spezialisten, ohne dass man auf die App guckt. Denn wenn die App sagt, 17 oder 12 ein Schauer, dann weiß man, die App kann das nicht wissen. Ja, der Meteorologe guckt dann drauf oder wenn man den im Boot hat, dann kann man auch mit dem ausmachen zu sagen, hör zu, wenn du was siehst, sag uns Bescheid. Ja, dann kann man das also relativ schmal halten von der Betreuung. Ja, wenn man jetzt wirklich eine Firma nimmt dafür, dann hat man immer wieder das Problem, die wollen halt die ganze Veranstaltung gleich verkaufen mit ihrem Satz für die Betreuung und das ist dann dementsprechend teuer. Und wenn man so einen 3-Stufen-Plan hat, also dass man 5 Tage vorher entscheidet, braucht man nicht, 2 Tage vorher nochmal drüber guckt, inwiefern man das macht, dann kommt man aus meiner Sicht in 90% der Veranstaltung mit einer guten Beratung durch, die auch relativ preiswert ist. Okay, gut. Und wenn man aber so eine Sache hat, wo es dann, also wenn Sie den Meteorologen fragen, bei der Sache, die Heino geschildert hat, und der sagt Ihnen, du, das kommt und ihr werdet mit Sicherheit abbrechen müssen, dann kann ja Heino entscheiden, okay, dann brechen wir halt ab. Oder er sagt zum Meteorologen, gut, bleib dran an der Sache und sag mir bis 2 Stunden vorher Bescheid. Wenn er dann sagt, 2 Stunden brauche ich dann, um hier zu räumen und abzubrechen, ja, dann hat man natürlich einfach, ist man anders involviert. Aber man muss da nicht einen 24-Stunden-Service haben. Ja, also nur sehen, dass es jemand ist, der Erfahrung hat mit dem und der über die entsprechende Technik verfügt. Ja, also da hatten wir dann auch, oder habe ich die Erfahrung gemacht, ganz unterschiedliche Aussagen. Die einen sagen vor Ort unbedingt, die anderen sagen 3 Tage, der nächste sagt 5 Tage, der nächste sagt, eine Online-Telefonberatung reicht auch. Es ist halt rechtlich auch nicht geklärt. Ne? Brauche ich einen Meteorologen, brauche ich keinen? Genau so. Ich sag mal, Heino, du sowieso, wir 2 auch zusammen, Ringfest in Köln, kann ich mich daran erinnern, es hat an jedem Augustwochenende immer irgendwann geregnet und zwar heftig. Ne? Da haben sich 100.000 von Menschen mal eben irgendwo bewegt. Ne? Wie siehst du das? Wann sollte man da die jeweils professionellere Lösungsversion wählen? Hast du da eine Meinung zu? Ich glaube, wenn man sich in einer Kommune aufhält, wo die Infrastruktur so ist, dass man, ich sage jetzt mal, durch die Feuerwehr oder durch die BOS, also die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben schon mal so im Blickfeld ist, ja, dass man dann eigentlich mit einer gewissen Vorbereitung davon ausgehen kann, dass die Professionalität insofern gegeben ist, dass wenn man einen Ansprechpartner hat,
Und das muss man bei solchen Formaten, weil du hast ja eine Verkehrssicherungspflicht, auch wenn du außerhalb deiner Veranstaltungszeit bist. Das Ringfest hat mitten in der Stadt stattgefunden mit 14 Bühnen. Und es ist ja nicht so, dass dann nachts keine Gefährdung da wäre, wenn es zu einem Schlechtwetterereignis kommt. Ja? Das heißt, da musst du auch nachts in der Lage sein, gewisse Vorläufe, gewisse Maßnahmen ergreifen zu können, um auch dann die größten Gefährdungen, das sind immer, nach meiner Ansicht, immer Wind, ja, dass du die aus der Welt geschafft bekommst. Und das heißt, da ist es schon so, dass man, wenn man da eine gute Kooperation mit dem BOS hat, sich sicher aufgefühlt fühlen kann. Ja. Mhm. Aber mehr und mehr gibt es die Wetterphänomene, ja, das hat sich deutlich verändert, ja, in den letzten 30 Jahren. Ja. Ich habe da Phänomene kennengelernt, ich hatte einen Turm aufgebaut, das war nur ein Signalisationsturm, 2 auf 2 Meter, ein Leiersystem, so aufgebaut, wie er sein muss, voll verkleidet mit Plane. Den hat es einmal zerrissen, ja, den hat es einmal um sich herum gedreht. Der ist nicht weggeflogen, weil genug Ballast drin war. Aber da ist so ein Effekt drauf gewesen. Und das ist natürlich dann wiederum die Hochhausbebauung, ja, die da drumherum ist. Es gibt so viele Einflüsse. Ja, das muss man so auch dann fühlen. Ja. Aber gehen wir mal raus aus der Stadt und gehen mal aufs Land, ja, und gucken uns da die Festivals an, ja, und gucken uns da den Erfahrungsschatz von den genehmigen Behörden an. Ja, dann sieht das ganz anders aus. Ja. Dann hast du vielleicht nur noch eine freiwillige Feuerwehr. Ja, und die warten nicht darauf, dass der Holzhammer kommt und da eine dicke Bühne aufbaut und auch noch wissen will, wie sieht es denn aus? Ja, haben wir einen Sturm zu erwarten? Da kann die freiwillige Feuerwehr überhaupt nichts mit anfangen mit dieser Frage. Ja. Da musst du dich ganz anders aufstellen. Ja, also ist diese Frage durchaus, die stellt sich anders, die stellt sich viel feiner ziseliert. Ja. Was ist das für eine Exposition? Bin ich auf einem Berg? Bin ich geschützt durch Wälder? Ja, das ist was ganz anderes, als wenn ich auf einer Freifläche auf einem kahlen Asten, wie der Name schon sagt, weggeblasen werden kann. Da kann ich nur davon, das ist genauso wie bei allem. Da kannst du nur eine Gefährdungsbeurteilung vorher machen. Und wenn die halt so ausfällt, dass Gefährdungen durch bestimmte Faktoren viel größer sind als in einem urbanen Raum, ja, dann musst du entsprechend dich aufstellen. Ja, danke auch direkt für das Stichwort Gefährdungsbeurteilung. Da machen wir auch nochmal eine eigene Sendung zu. Kein Thema für heute. Aber ich frage auch mal direkt so in unser Auditorium. Gibt es hier von den Teilnehmern, Teilnehmerinnen, ich habe jetzt auch die ganze Zeit den Chat beobachtet, immer gab die ein oder andere Kommentierung, gibt es hier Fragen der Beteiligten an den Experten aus der Praxis oder eben auch an unseren Meteorologen Uwe Ulbrich, wo sie sagen, das würde mich mal interessieren, ich habe gerade jetzt 2 Leute hier sitzen, da kann man doch mal drauf zugehen. Wenn das der Fall sein sollte, dann also bitte gerne nochmal im Chat entsprechend melden. Ich will dir auch nochmal ein kleines Beispiel geben aus meiner Praxis. Ein kleines Festival mit 10.000 Besuchern, wo ich das Sicherheitskonzept gemacht habe, Kontrollen durchgeführt habe und dann aber das Festival selber nicht mehr betreuen sollte aus Kostengründen. Das heißt, ich bin am frühen Vormittag gefahren. Es war auch schlechtes Wetter angesagt, die Apps haben aber gezeigt, es soll vorbeiziehen an der Stadt. Und ich habe dann das Gelände verlassen und bin 20 Kilometer gefahren und stand dann in einem Wolkenbruch, wo ich dann am Seitenstreifen gehalten habe mit vielen anderen Autofahrern, weil ein Fahren einfach nicht mehr möglich war, Starkregen, Hagel. Habe dann den Veranstaltungsleiter angerufen, habe gesagt, bitte brecht ab, das wird wahrscheinlich bei euch eintreffen, das sieht echt übel aus. Sie haben nicht abgebrochen und das kam dann auch zu einem Massenanfall von Verletzten mit großräumigem Einsatz der Rettungsdiensten, zwar hauptsächlich leicht Verletzte durch Hagel, Stolpern, Stürzen und Ähnliches,
aber nichtsdestotrotz vollkommen unnötig. Das wurde von allen Beteiligten unter den Teppich gekehrt. Niemand sprach jemals darüber. Ich habe dann die Arbeit mit der Agentur aufgekündigt, aber ja, leider wird doch das ein oder andere Mal halt nicht professionell das Thema Wetter eben entsprechend bearbeitet. Und ich will damit auch sagen, es geht nicht nur um die Veranstaltung 100.000 oder Millionen. Das kann auch in der Kommune sein, 5.000 Besucher oder 10.000, da wir ja nicht in Versammlungsstätten sind. Da gibt es auch Handlungsbedarf. Ich muss jetzt noch mal ein bisschen scrollen. Ein Teilnehmer verwies noch mal auf eine Frage. Und zwar sind die Daten an Flughäfen... Habe ich gerade gelesen, ja. Okay, gut. Uwe, willst du direkt darauf eingehen? Die werden zentral gesammelt und wieder verbreitet. Also die sind da auch nicht aktueller. Okay, gut. Auch dann haben wir hier... Das sind frei verfügbare Daten, die der DWD zur Verfügung stellt. Okay. Also nicht schlecht, könnte man zusammenfassen, aber es geht besser. Wo bekommt man einen kompetenten Meteorologen her? Na, einer sitzt hier, sonst hilft Recherche weiter. Oder was würdest du sagen, Uwe? Ja, das ist immer, man kann gucken, was private Wetterdienste tun. Da gibt es einige. Und meine Firma macht das halt auf Anforderung für Veranstalter. Also wir haben eigentlich als Background unsere Applikation, die für die Profis gemacht ist. Und wir machen nur so Katastrophen- und Unwetterveranstaltungsbetreuung, aber eben nur, wenn sie angefragt wird, weil wir das Team dann dafür zusammenstellen. Wir haben also keinen stehenden Apparat, der dafür immer in Bereitschaft steht und bezahlt werden muss. Ja. Sichere Wettervorhersagen, wenn nicht von der App. Ich denke, für 90% hat man mit der Wetter-App erstmal ausgesorgt an normalen Tagen, weil die da ausreicht. Und wenn man bloß im Garten grillen will, reicht das. Sobald die Veranstaltung oder die Aktivität mehr erfordert, dann kann man die Sachen über ein DVD nutzen oder über eine Beratung direkt dann bei Wetterdienst privat oder öffentlich. Ja. Also auch der Hinweis auf Kosten und Budget natürlich. Gerade jetzt dieses Jahr sowieso ein heißes Thema. Steigende Kosten überall, ob das Infrastruktur ist, ob das Personal ist, ob das Dienstleister sind, ob das Energie ist. Und ja, wie sich das in den nächsten 12 Monaten weiterentwickeln wird, weiß auch niemand. Dazu noch die anderen Auswirkungen des Krieges, dann Corona noch mit dabei. Auch die weitere Professionalisierung der Branche. Natürlich spricht man dann auch immer über die Kosten. Oft wird dann ja bei Bildung oder ja bei Dienstleistern, die nicht zwingend erforderlich sind, rechtlich natürlich eingespart. Ist eine Entscheidungsfrage. Ne? Heino, du kennst es ja auch. Ne? Wo wird dann gespart? An vielen dann. Aber Olaf, da musst du dich auch, wenn du in der Rolle des Verantwortlichen bist, dann musst du dich auch an der Stelle durchsetzen, ja. Und, genau. Und darauf hinweisen, wo die Gefährdungen sind und wie man denen entgegengeht. Und also ich empfehle dann auch, wenn ich Kunden habe, ja, die dann tendenziell dazu neigen, an der Sicherheit zu sparen, dann sage ich, macht lieber eine Veranstaltung weniger im Jahr und macht die restlichen dafür ordentlich. Ja. Aber man trifft auch sehr oft Menschen, die das sehr gut verstehen und mit denen man da durchaus im Konsens Konzepte entwickelt, die dann auch greifen. Und ich kann da nur zu raten, dieses Thema auch gegenüber den Behörden auch immer so zu thematisieren, dass man da auch aus seinem Erfahrungsschatz heraus dann argumentiert. Ja, da kommen durchaus auch von Behördenseiten Vorschläge über Verfahrensweisen, die nicht durchführbar sind, wenn man das in der Zeit einer Evakuierung nicht noch irgendwas einrichten kann, was die Evakuierung dann oder die Räumung dann noch unterstützt. Weil das geht alles so schnell, das muss vorher vorbereitet sein
Und währenddessen hat man alles andere zu tun, außer dann nochmal irgendwas schnell zu bauen. Ja? Also dann muss man dann auch tatsächlich andere Maßnahmen vorschlagen und diese dann auch manchmal gegen den Willen einer Behörde dann auch vertreten. Das ist so. Ja, bevor wir hier auch zu der letzten Frage kommen, ich habe am Freitag noch mit, ich nenne es mal, eine staatliche Organisation gesprochen. Ich betreue auch die eine oder andere staatliche Großveranstaltung, so nenne ich das mal vorsichtig. Und mir wurde dann mitgeteilt, dass verschiedene Teile der Sicherheitsorganisation nicht mehr umgesetzt werden können, weil der Haushalt und auch die Nachhaushalte jetzt mehrfach überschritten wurden. Und ja, da wird Diskussion dann sehr mühselig. Ne? Und da wird dann auch in anderen Gremien entschieden, dass es diese Dinge nicht geben wird. Das ist in vielerlei Hinsicht gefährlich, so nenne ich das mal vorsichtig. Aber ja, da muss man sich dann entscheiden. Als Don Quixote weitermachen. Ne? Da darfst du nur so lange mitgehen, wie du das auch selber vor dir verantworten kannst. Und wenn nicht, dann musst du aussteigen oder du trägst den Konsens mit. Unbedingt. Mit gefangen, mit gehangen an der Stelle, ja. Das ist immer ein bisschen wie russisch Roulette. Man hofft, dass es gut geht und dass die Kammer gerade leer ist. Absolut, absolut richtig. Ne? Umso wichtiger ist eben auch eine geeignete Sicherheitsorganisation mit den relevanten Personen, um dann im inneren Kreis, so nenne ich das mal, Einvernehmen herzustellen, um dann eben auch gemeinsam auftreten zu können und ein gemeinsames, klares Standing zu haben. Mhm. Alles, was mit Einzelkämpfen zu tun hat, ist oft mit wenig Erfolg gekrönt. Von daher, die Situation bleibt schwierig bei allen sicherheitsrelevanten Punkten, auch beim Wetter. Da wird weiter improvisiert werden. Vielleicht können wir ein Stück weit jetzt auch mit diesem Beitrag dazu eben beitragen, dass es besser wird, Stück für Stück. Auch Sie, liebe Teilnehmer, gehen wir noch mal kurz auf die letzte Frage ein. Lieber Uwe, möchtest du sie beantworten? Ja, das kann man nicht pauschal sagen. Das hängt von der Wetterlage ab. Wenn man halt eine Kaltfront hat, dann lässt sie sich relativ präzise im zeitlichen Ablauf verorten. Dann kann man eben meinetwegen sagen, okay, die nähert sich so, dass sie am Vormittag über dem Westen Deutschlands ist und am Nachmittag über dem Osten Deutschlands und am Abend ist sie durchgezogen. Dann hat man einen ziemlich konkreten zeitlichen Ablauf. Bei Wärmegewittern ist das so, dass die sich vor Ort bilden können, ohne größere Anzeichen vorher. Und deshalb kann man das jetzt nicht so pauschal beantworten, sondern das hängt von der Wetterlage wirklich ab und deswegen braucht man da ein bisschen, muss man näher dran sein. Okay, gut. Vielen Dank, Uwe, für die Ausführung. Ja, liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, damit sind wir auch mit einigen Minuten, die wir jetzt länger benötigt haben, am Ende unserer kleinen einstündigen Ausführung zum Thema Unwetter, Umgang mit Unwetter. Einmal der Meteorologe Uwe Ulbrich und auch der Veranstaltungs- und Sicherheitsexperte Heino Holzmer. An der Stelle auch euch beiden nochmal vielen, vielen Dank für euer Engagement. Das ist ja alles ehrenamtlich, was wir machen. Sowohl unser Verein, die Vorstände, alle, die sich hier beteiligen, arbeiten ausschließlich ehrenamtlich. Das ist nicht immer selbstverständlich. Und einen guten Profi zu bekommen, gerade in heutigen Zeiten, nicht einfach. Und darum euch beiden auch nochmal quasi ein doppeltes Danke für euer Investment in die Branche. Und natürlich auch Ihnen, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, vielleicht in der Spätschicht, vielleicht aber auch in Ihrer Freizeit oder während Ihrer Arbeitszeit bei uns hereinzuschauen. Bleiben Sie uns gewogen, schauen Sie gerne mal auf unsere Internetseite. Gerne können Sie uns auch Vorschläge für Themen zusenden oder auch Menschen, die sich im DEB engagieren möchten oder auch gerne mal einen Vortrag halten. Gerne schauen wir uns das gemeinsam an. Also insofern 20.14 Uhr, Montagabend in Deutschland. Genießen Sie den Restabend und euch beiden natürlich auch. Ich freue mich darauf, euch bald wiederzusehen bei einem Kaffee oder alkoholfreiem Bier. Oder was auch immer. Oder was auch immer. Also, wir sehen und hören uns. Oder. Macht es gut. Bis bald. Danke. Ciao, danke. Tschüss. Tschüss zusammen.